As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist wieder Martin und wir sind heute wieder am Start mit Mark of the Ninja. Neunter Teil des Durchgenudels. Von wie vielen Teilen auch immer. Wir haben hier unten etwas entdeckt, das uns offenbar hinterlassen worden ist. Und das werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Werfen wir einen Blick darauf. Rauchbombe, Rauchbombe blockieren, Laserfallen und die Sicht einer Gegner. Das ist doch nice. The smoke bomb gives you cover from enemies. It can also disrupt their laser beams, letting you sneak right through their traps. Das ist sehr von Vorteil, da muss ich nicht immer darauf achten, dass ich ein paar Leute stets parat habe. Wir sind mittlerweile wieder ein bisschen in den Untergrund gegangen. Ich versuche an der Skyline. So, Rauchbombe. Genau. Oh, so richtig nah kann er aber nicht werfen. Okay, doch. Und Wurf. Das ist doch cool. Die hält ja ganz schön lange. Ah, es ist cool. Ich finde es sehr cool. Die Lüftung versagt hier zwar auf kompletter Linie, aber das ist schon cool. There. He set it to the tracking device. If we follow him, he'll lead us straight to it. Oh, okay. Was sind das für Kringel? Aber ich möchte wissen, was da unten ist. Und ich werde mir das nicht nehmen lassen. Okay. Wir haben auch eine Anzeige an der Seite. Moment. 6 Wachen des Kuriers. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich hatte in der Zwischenzeit, zwischen dieser Folge und der vorherigen, auch mal kurz geguckt wegen den Untertiteln. Also die sind an. Die werden einfach nicht dargestellt. Dass man sich da nicht wundert. Die sind an. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich habe. Eine Zeitangabe wäre recht hilfreich, sonst bin ich hier echt... Na komm, mach auf. Aufgeschmissen. Jetzt möchte ich natürlich nichts liegen lassen. Get closer. Oh, ich will noch wissen, ob da oben was ist. Offenbar nicht. Komm, renn. Oh, das war knapp. Soviel zur besagten Zeitangabe. Junge, bist du dir sicher? Ich nicht. Das scheint der Kurier zu sein, okay. Ich will jetzt natürlich keine Rauchbombe, verdammt. Das kann ich natürlich... Wir gehen zurück. Ich will hier die Rauchbombe nicht draufgehen lassen. Mach auf. Haben wir ihn angelockt? Get closer.
Ja, jetzt reg dich doch nicht auf. Okay, da oben müssten wir auch eine Rauchbombe einsetzen. Ja, man fühlt sich ein wenig unter Druck gesetzt. Ich glaube, das ist auch die Motivation des Spiels. Ich möchte da durch. Sieh an, eine Mülltonne. Ob wir das noch einmal machen müssen, das sehen wir in der nächsten Folge. Warten wir, bis er weg ist. Und da haben wir nämlich an unsere fünfte Mülltonne. Möchte ich hoffen. Der da oben links sieht uns nicht. Das ist gut. Oh, scheiße. Der kriegt das mit. Der sieht mich. Scheiße. You found us. Now we'll never get the tracker. Who's shooting? Wo sind denn meine? Ach, verdammt! Scheiße! Dann werde ich nicht mehr darauf achten, ob ich jetzt alles hier irgendwie kriege, sondern den mal lieber fokussieren. Natürlich echt. Es hat schon seine Schwierigkeit, um es mal so zu sagen. Vielleicht sollte ich das Licht da oben doch ausmachen. Dann ziehen. Der scheint da jetzt natürlich durch. Oh, fuck. Lauf. Huh? Light's broken. Verstecken werde ich ihn jetzt nicht. Och, fuck it. Get closer. Ach, scheiße. Ja, ich bin entdeckt. Beginnt jetzt nochmal von vorn. Ach, dabei liest doch gerade so gut. Oh. Du bist mir ein Witzbold. Dreh dich um. Wir warten, bis der aus dem Radius ist. Oh, come on. Oh, come on. Come on. Hoch, hoch, hoch. Get closer. Ja, ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei. Ja, ich bin dabei. 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 Dich schnapp ich mir noch. Und dann nichts mehr hinterher. Oh, muss das sein? Noch ein Hund? Ernst, ist das euer Ernst? Der ist schon ziemlich weit weg. Komm, geh weg, dreh dich um. Ja.
Oh, ist ein Riechradius. Oh nein. Nein, 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 nein. Wo laufe ich hin? Wo laufe ich hin? Alter, seid ihr schon? Na danke. Ja, super. Ja, das weiß ich auch. Das müssen wir nicht sagen. Was habe ich jetzt ausgelöst? Leute, ich hänge fest. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist da los? Leute, Leute. Ja, ich bin entdeckt. Tja. Bisher sieht die Statistik gut aus. Trotz dessen, dass das hier gerade echt so mies lief, Mann. Und dann konnte ich mich irgendwie nicht bewegen. Trotz Drücken der Tasten. Oh, super. Warte mal, wie war das? Keine Ahnung. Na okay. Ich dachte, es wäre der Schalter. Hätte ich mir die Hauchgranate eigentlich auch sparen können, stelle ich gerade fest. Kriegen wir den jetzt eigentlich von hier unten gefasst? Mit dem neuen Skill, den wir da haben, tatsächlich. Die Tür ist offen. Du gehst aber wieder runter, Gott sei Dank. Immerhin, hey, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und wir haben eine Errungenschaft, Scharlachrote Haiku. Da kommen wir nicht so leicht dran. Kann ich den mir schnappen? Danke. Und dann nichts hier runter, bevor der reagieren kann. Sonst wüsste ich nämlich nicht, wie wir die da wegkriegen, ehrlich gesagt. Außer vielleicht mit der Rauchgranate, aber das läuft wohl aus. Och Mann. Selbe hinaus, also einmal probiere ich es noch. Ich habe auch nur noch eine Rauchgranate. Warte mal. Hier, wie wär's damit? Da muss ich das manuell machen. Sie schießen halt genau dahin. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh, Minuspunkte. Ach, okay, es funktioniert nicht. Ja, egal. Ich gebe zu, das war jetzt gerade ein bisschen
ja, gewollt dämlich, sag ich mal. Kam jetzt nicht so drauf an. Weil die zwei da schon ein Problem sind, sag ich mal. Ne? Aber das ist schon sehr cool, dass das geht. Das gefällt mir. Muss man sich halt noch um den Hund kümmern. Machen wir die Tür zu. Mal gucken, ob wir den Hund hier auch kriegen können. Oh, den kann ich offenbar mit einem Schlag K.O. machen. Die zwei da drüben hätte ich halt auch gerne, ne? Nur kein Plan, wie ich an die rankomme. Vielleicht, wenn das Tor da hinten auf ist. Wir werden sehen. So. Ach, okay, jetzt kann ich den Schalter umlegen. Jetzt geht das auf. Verstehe. Da unterlag ich vorhin mal wieder einen Irrtum. Die lassen wir mal an. Plus eine Rauchbombe. Oh, okay. Wir haben auf jeden Fall... Oh, wir haben schon alles hier erreicht. Jetzt ging es eigentlich nur noch um die Punkte. Aber ich glaube, kommt Zeit, kommt Rat. Da unten müssen wir ja eh das Tor aufmachen. Okay. Kann ich so eine Rauchbombe werfen? Tatsächlich. Gehen wir lieber von der anderen Seite. Obwohl. Wir gehen einfach hier hin. Komm. Wie wirst du denn, Junge? Glücklicherweise habe ich hier meine Anzeige, sonst würde ich den nämlich auch nicht mehr sehen können. So. Ach, da ist ja wieder so ein Geschütz. Ah, und da hätte ich natürlich auch das Licht ausmachen können. Ja, wieder eine Rauchbombe draufgegangen. Den kann ich jetzt natürlich nicht verstecken. Laden wir mal vorübergehend hier ab. Okay. Ich möchte gerne die Tür zumachen. Das scheint eine gute Ausgangsposition zu sein, wenn er an mir vorbeiläuft. Und da unten ist immer noch der Typ. Und da ist wieder so ein Köter. Also die sind echt nervig. Oh, das wollte ich nicht. Nicht, dass da oben jetzt noch einer reagiert.
kann ich die auch da dann tatsächlich. Einen Punkt möchte ich mir aber holen. Und hier machen. Nein. Erst wenn ich durch bin, natürlich. Ach ja. Auffällig auch, wenn der Hund schläft, dann riecht er nicht. Und wir gehen natürlich nicht die Treppen, das haben wir schon einmal gelernt. Das sind Lampen offenbar. Irritieren wir doch den Hund oder nicht? Die Frage ist halt, was ist hinter der Tür? Steht da einer oder steht da keiner? Scheint auch nur eine Abstellkammer zu sein. Oder ich lasse ihn einfach liegen. Nein. Ich lasse ihn lieber nicht liegen. Ja, vielleicht hätte ich das auch geschickter machen können. Bin ich mir nicht sicher. Ach nee. Oh, ein Glückstreffer. Offenbar ist da oben niemand dran. Nur ein weiterer Hebel für diese Blockierung dort. Wunderbar. Dahinter lasse ich Duplikate meiner Spur. Jetzt gucke ich mal gerade auf die Karte. Wir scheinen soweit alles gemacht zu haben. Das ist doch ganz schön. Und dann geht's hier rum. Und vielleicht kriegen wir die zwei Typen dann noch. Oh. Nein, das war, glaube ich, ein bisschen nicht mittig genug. Oh, er springt noch einmal hoch. Hui. Glück im Unglück. Aber auf jeden Fall filmreife Szenen, sage ich mal. Okay. Da kommen wir offenbar nicht durch. Now, you can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Wenn du mir sagst, was mehr Punkte gibt, dann könnte ich das schon mal besser einschätzen. Und was diese Kreise hier bedeuten, weiß ich immer noch nicht. Ja. Okay, das ist nur vorübergehend. Okay. Gehen die da drüben auch aus? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Tatsächlich. Oh, das muss aber schneller gehen. Thank you.
tracking devices in there. They're coming. Run. Flieh. Und wohin? Wer hätte ihn doch lieber töten sollen. Aber ich hab's leider nicht hingekriegt. Oh, ich sehe es kommen. Der Fahrstuhl geht runter. Wenigstens geht das nicht auf Zeit. Mit dem hier. Okay. Nein, nein. Nein. Komm, lauf. Sehr geschickt, sehr geschickt. Ob da unten noch was ist? Da ist tatsächlich was. Eine zähe Flüssigkeit tropft hinab. Das ist doch die Story von diesen... tatsächlich von diesen Ninjern, diesen Profikillern, die sich dann in das Schlafgemach des Kaisers oder wen auch immer reinschleichen und den dann Gift hinabträufeln lassen, während der da schläft. Junge, Junge, Junge. Das war aber gerade echt knapp. Ja, ich bin gerade nicht sehr gesprächig. Das ist schon Anspannung pur hier gerade, ne? Na, das hier aber auch.
Nachkommen fallen lassen. War da oben auch ein Durchgang? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Irgendwas knurrt hier. Jetzt ist die Frage, da oder da lang? Ich nehme an, da lang. Ich könnte es natürlich auch mit einer Hauchbombe versuchen, aber ich glaube, das ist nicht so sinnig. Ja, und an dieser... Okay, der ist alarmiert. An dieser wohl doch recht spannenden Stelle muss ich leider einen Cut machen, Leute. Ich hoffe, ihr seid genauso geladen wie ich und freut euch auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Game Inc. durchgenudelt Markov den Ninja. Bis dann.